So, es geht wieder weiter mit Let's Play Oblivion. Im letzten Part haben wir ja den Penner nicht gefunden und dabei ist es dieser Khajiit hier. Von einer Münze kann ich einen ganzen Tag leben. Ich ging nämlich davon aus, dass es eigentlich die In Echse Ordnung. ist, die hier rumlungert. Weder jetzt noch in der Zukunft. Was wird? Ja, oh ja, was immer. Das ist Gute. Was ihr braucht, gar nicht Selbstverständlich, versuchen. Weder. selbstverständlich rede Das ich ist jetzt nicht erstmal cool. mit ihr, Ja, damit sie mir verstehe. sagt, was über Amusei zu wissen ist, ohne dass ich Geld bezahlen muss. Das arme Schwein wurde festgenommen. Hat offenbar versucht, die Gräfin zu betrügen. Nun rottet er in einer Zelle im Schlosskerker vor sich hin. Es ist allgemein bekannt, dass sich die Gefängniswärter bestechen lassen, wenn man einen Gefangenen besuchen möchte. Die kann man doch bestimmt auch überreden. Möge Julianus euch segnen. Aber Amusei scheint ziemlich schlecht zu sein. Wenn es um das Thema Diebstahl geht. Jetzt darf ich erstmal zum Gefängnis rennen. Dann versuchen die Wachen zu überreden. Und dann kann ich Worum geht es mit hier? Amusei reden. Den ich glaube ich auch erstmal überzeugen muss. Aber dann weiß ich wenigstens, wo ich suchen muss. Was ist, wenn ich mich einfach an dieser Wache vorbeischleiche und diese Tür hier öffne? Und dann hinter mir schließe und weitergehe. Da ist er ja. Der neue Favorit der Diebesgilde. Eine Sache wollte ich hier ausprobieren. Gibt es hier? Nein, ich dachte, hier gibt es einen Geheimgang an irgendeinem Leuchter oder so. Aber scheinbar nicht. Was wollt ihr? Ich möchte über den Ring etwas erfahren. Oder was ihn nach Leerwin verschlagen hat. Ich glaube, ich Die frage nach Diebesgilde Leerwin. wollte mich nicht aufnehmen. Daher kam ich hierher. Leerwin ist mein Zuhause. Hier bin ich aufgewachsen. Ich kam zur Kaiserstadt in der Hoffnung, in die Diebesgilde aufgenommen zu werden. Nun muss ich als freiberuflicher Dieb arbeiten. Warum sollte ich euch sagen, wo er ist? Hier sitze ich im Kerker von Lejavin, während ihr frei seid. Was werdet ihr für Amusei tun, wenn ich es euch erzähle? Ich könnte ein gutes Wort einlegen, ihn einem Dietrich geben, dann würde er verschwinden oder ich teile mit ihm ein Geld. Dann gebe ich ihm lieber einen Dietrich. Das würdet ihr für mich tun? Vielleicht seid ihr Typen von der Gilde ja doch nicht so mies. In Ordnung, abgemacht. Gebt mir einen Dietrich und ich erzähle euch von dem Ring. Sonnige Freiheit. Ja, ich habe den Ring Adachi gestohlen. Als ich ihn verkaufen wollte, sagte der Hehler, er wäre zu heiß. Er zeigte mir eine Prägung, die auf der Innenseite angebracht war, für Alessia. Das konnte nur die Gräfin von Leyavin sein. Der verdammte Ring war gestohlen. Ich dachte, ich könnte ihn der Gräfin gegen eine Belohnung zurückgeben. Aber sie legte mich rein. Ich wurde wegen Diebstahls verhaftet und sie behielt den Ring. Die Gräfin verlässt die Burg selten. Viel Glück bei der Wiederbeschaffung. Also ich kann mir vorstellen, dass er den Ring so wiedergeben wollte, dass er ihr den Ring nicht gegeben Ich hat und schulde euch großen gleich Dank. nach einer Belohnung gefragt hat. Und das ist eine schlechte Methode. Solche Dinge sollte man immer subtil machen. Was wird die Wache jetzt tun, wenn Amusei dort rumläuft? Habt ihr euch verirrt?
Wo ist Amusei? Ach, egal. Ist auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist jetzt, den Ring wieder zu beschaffen. Beziehungsweise Adachi zu sagen, wo der Ring überhaupt ist. Oder mal wieder mit Bettlern reden. So wie mir die Questmarker das gerade sagen. Lea, Wien ist eigentlich auch eine recht schöne Stadt. Vor allem dieses grüne Haus. Gib mir meine Münze. Bitte geht dran. Ich geb dir gar nichts. Alessia Caro hat also ihren Ring wieder. Und nun möchtet ihr wissen, wo sie ihn aufbewahrt, damit ihr ihn erneut stehlen könnt. Meine Taschen sind derzeit nicht gerade gut gefüllt, wenn ihr versteht. Dann habe ich euch nichts zu sagen. Ich bezahle doch nicht für Informationen. Bitte, los schon. Aber ich kann nicht mit ihm reden. Mann. Möge Mystara euch... Meine Kinders... Sicherlich. Ich könnte 10 Goldstücke für die Information zahlen oder ihm 10 Goldstücke Alessia, für Einstellungsbonus geben. Da bezahle ich lieber die Goldmünzen für die Information. Ich selbst weiß nicht, wo sie ihren Ring aufbewahrt. Doch ich weiß, wer euch helfen könnte. Sprecht mit Lidara Motril. Sie ist die Zofe der Gräfin. Von der Quest. Sie ist Einstellung gegen 8 Uhr im Schloss zu Abend. Vielleicht ist Süßholzraspeln angesagt, doch sie weiß alles über Alessia Caros Gewohnheiten und Pläne. Ihr solltet wissen, dass es noch andere Geheimnisse in der Burg gibt. Ob eben diese Teile helfen bei diesem Teil der Quest. Es soll eine geheime Folterkammer geben. Es heißt, Graf Marius verhört dort argonische Immigranten aus Schwarzmarsch. Das Dienstpersonal spricht davon, dass die Argonier in den Kerker geschleppt werden und nie wieder auftauchen. Ihr solltet euch sicherheitshalber von dort fernhalten. Mögest denn da euch... Okay. Wir sollen mit einer anderen Person reden. Dann das Schloss durchsuchen und am besten noch Geheimgänge finden. Hört sich doch gut an. Aber ich könnte erstmal für den Rest der Folge zu einem Waffenhändler gehen und das ganze Zeug verkaufen, was ich in den Taschen habe. Damit ich auch schön Zeug aus den Geheimräumen von dem Schloss mitnehmen kann. Und jetzt müsste ich nur noch wissen, wo es hier einen Markt gibt. Also hier ist ein Bücherladen. Aber das war's auch schon. Da ist eine Unterkunft. Noch eine Unterkunft. Da ist ein Laden, den ich suche. Die Trennlinie. Ach, dich kenne ich doch. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Was darf ich euch anbieten? Ich versuche mal so viel, vielleicht klappt das ja. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Das ist gut. Das Pelzschild verkaufe ich auch mal, weil, naja, so viel bringt das nun nicht. Kommt wieder. Wiedersehen. Von dem Schutz her. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich hier dieses Zeug loswerde. Ich könnte mal in der Herberge nachschauen, ob die das nehmen. Aber ich glaube, die nimmt nur Tränke und Zutaten. Willkommen im Fünfklauen, Fremder. Essen und Betten, günstig und gut, aber vor allem sauber. Das verspreche ich als eure Wirtin. Vizai Duzai gibt euch ihr Wort.
Das ist ein komischer Name. Hier ist alles sauber, immer, oder ihr braucht nichts zu zahlen. Kommen wir zum Geschäft. Nein, hier kann ich nur Zeug verkaufen und Tränken und so weiter. Das ist ein gutes Angebot. Dann verkaufe ich doch mal den Alkohol. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Okay. Kommt. Wiedersehen. Ich komme irgendwann bestimmt doch mal wieder hierher. Aber ich würde sagen, für diese Folge war's das. Und wir sehen uns dann in der nächsten.